Ich bin Art und wir werden heute nach einer längeren Pause auch mal wieder was spielen. Ich wollte jetzt eine Let's Play-Reihe zu A Hero's Rest machen. Spiel ist heute erschienen, am 12.10.22. Und im Grunde bauen wir ein Refugium für Helden und müssen diese bespaßen. Das heißt, sie wollen halt sowas wie ein Wirtshaus haben, um irgendwie Getränke und Nahrung zu bekommen. Wir müssen ihnen sowas wie ein Schmied, ein Schneider, ein Leder, ein Kürschner bzw. Gerberer irgendwie zur Verfügung stellen, der denen dann halt Ausrüstung schmiedet. Und mit der Zeit kann man natürlich immer besseres Gear herstellen, mit Erfahrung und bessere Sachen kochen und verdient dann immer mehr Geld. Genau. Durch die Stadt reisen halt viele Helden, die dann quasi bei unserer Familie Geld lassen. Wir können aber auch irgendwie dauerhaft ein Heldenmanagement aufbauen. Das heißt, wir haben dann unsere dauerhaften Helden, die für uns Quests erfüllen und bei diesen Quests wohl auch sterben können. Aber ja, wir schauen uns das besten einfach direkt live an. Ja, Town Name habe ich erstmal Tristram genommen, weil ich so unfassbar unkreativ bin. Map habe ich jetzt ein New Beginning. Es gibt irgendwie drei, aber ja, die finde ich eigentlich recht übersichtlich. Und Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt nochmal Challenging genommen. Hardcore. Weiß nicht, Hardcore ist irgendwie dann von Geld her einfach unmöglich. Das war es ja. Haben jetzt einen neuen Spot und wir fangen jetzt einfach mal an. Das Ganze ist momentan im Early Release. Der Klassiker halt. Und ja, ich überspringe jetzt hier die Vorschau des Gebiets. Einfach mal. Nein, ich will auch kein Tutorial von Mr. George. Die Kameraführung ist so wie üblich. Genau, das erste Land ist irgendwie umsonst. Das nehmen wir hier auch. Und hier wird dann unser, ja, unser Wirtshaus gebaut. Es gibt hier ab und zu so Ressourcen, die kann man abbauen. Das heißt, ich habe jetzt hier vier Früchte. Man kann hier auch irgendwie angeln. Da kam jetzt aber nichts raus, okay. Oder ich habe es nicht gesehen. Man kann hier den Baum fällen und hier ist ab und zu mal Erz. Das habe ich schon gesehen. Aber fangen wir einfach an mit unserem Wirtshaus. Construction. Ja, wir machen jetzt einfach so ein Holzding raus. Also man kann den Boden leider wieder nicht ziehen. Ich hasse es wie die Pest. Immerhin kann man, wenn man Shift gedrückt hält, das Ganze so ein bisschen umgehen und die Bodenplatten zumindest nochmal legen. Ja, so ungefähr hätte ich es mir vorgestellt. So, das wird hier unser Eingang. Hier hinten wollte ich noch einen Durchgang und hier. So, dann brauchen wir Wände. Dumti-dumti-dum. Ich überlege jetzt gerade, wie man das am besten hinkriegt. So, machen wir hier mal erstmal Fenster. Ich glaube, das ist nämlich ganz nett. Wollen wir, natürlich wollen wir halt Licht in unserem Wirtshaus haben. Ich glaube, hier hinten werde ich das Ganze aber zumachen, weil ich davon ausgehe, dass ich früher oder später anbauen werde. So, das heißt, wir setzen jetzt hier einfach mal Türen rein. Zack, zack. Und Workstation, ein Innkeeper. So, den platzieren wir jetzt hier hinten einfach mal. Und wo wir direkt hier sehen, was uns noch fehlt, damit das als Inn durchgeht. Wir brauchen einen Ofen, wir brauchen Vorratskisten und wir brauchen ein Questboard. Das heißt, den Ofen wollte ich jetzt hier in meine neu erschaffene Küche hinsetzen. Hier hinten setze ich den jetzt mal schön hin. Und die Vorratskisten werde ich natürlich auch hier stapeln. Ich baue jetzt mal nur eine. So, und dann fehlt uns nur noch ein Questboard. Aber wie wir sehen, für das Questboard, wo ist das Questboard? Hier ist das Questboard. Fehlt uns tatsächlich noch irgendeine Workstation. Das heißt, ich werde jetzt nochmal dieses Land kaufen und werde hier eine Schmiede errichten. So, ein Blacksmith.
Das setze ich jetzt einfach hier hinten in die Ecke hin. Und dann brauchen wir wieder Construction. So, ich denke mal, da werde ich aber Steinboden verlegen. Oh, Shift, Shift. Shift, so sieht das nämlich gut aus. Und ja, dann nehmen wir hier das Mittelalter. Warte mal, wie sieht das denn? So ist es richtig rum, ne? So, Steine, das heißt, hier wollen wir Fenster hinsetzen. Ich werde auch hier Fenster hinsetzen und nach hinten raus Fenster hinsetzen. Hier noch eine Tür hinsetzen. Genau, Türen reinsetzen. Gottes Willen. So, und hier mache ich einfach mal zu, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich hier nicht noch mal irgendwann mal was anbauen werde. So, dann haben wir jetzt unseren kleinen Verkaufsraum hingestellt. Da brauchen wir eine Workstation. Und ich brauche natürlich einen Vendor-Counter. Oh, damit haben wir einen Vendor-Counter. Und jetzt fehlt uns nochmal Stockpiles. Also Vorratskisten. Ja. Oh, ich überlege jetzt gerade. So, damit ist das Ding hier fertig. Man, das sieht noch nicht so schön aus. Ich überlege jetzt gerade. Ne, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Schmiede. Und jetzt können wir nämlich hingehen und auch unser Questboard hier hinstellen. Zack, Questboard ist fertig. So, können wir hier nochmal was neue Quest haben wir. Wir brauchen neue Helden, müssen wir jetzt rekrutieren gleich. Dazu kommt jetzt hier die. Ist der Weapon Master schon da? Nein. Der Weapon Master fehlt noch. Dann steht hier dieser Weapon Master. Da kommt er, glaube ich, schon. Genau. Und bei ihm können wir dann halt unsere Klassen. Was kann ich jetzt hier machen? Fisch einfach angeln? Okay. Hier ist noch nicht mal eine Angel in dem Teich. Aber auch egal. So, was wollen wir jetzt haben? Wir brauchen Essen, brauchen wir. So, wir bauen hier einfach mal 5 Küchlein. Was ist das hier? Eis, oh, Ice Cream. So, 5-mal Ice Cream. Und 5-mal Saft einfach. Oh, das ist hier alles so schön aufgebahrt. Aber wir wollen jetzt hier unsere Klasse rekrutieren. Genau, Seek New Class. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich nehme einfach einen Stärke-Helden, weil wir dadurch Kohle am Tag kriegen. Ich überlege jetzt gerade, wir haben eigentlich noch relativ viel Kohle. Oder ich gehe auf einen Int-Helden und, ne, komm, wir machen einen Stärke-Helden. Den geben wir eine Zweihandwaffe in die Hand. Das ist jetzt einfach ein Hau drauf. Und ich kann mal eine Class Badge, ein Logo mitgeben. Nehmen wir aber das hier. Und wie wir sehen, ist der erste halt umsonst. Alles weitere sieht man, braucht man diese Token für. Um dem halt eine Waffe mitzugeben, dem eine Rüstung mitzugeben, dem vielleicht noch ein extra wie ein Cloak mitzugeben. Das andere sehe ich noch nicht. Ach, das kommt noch. Genau, ein Schild können wir dem mitgeben. Etc. pp. Und hier sind diese Token. Wir haben gerade 0. Und das füllt sich, glaube ich, durch Quests einfach, die wir machen. Aber wie gesagt, die erste Klasse ist umsonst. Deswegen nehmen wir unsere Hautrufs. Das heißt, mit der Zeit sollten jetzt auch unsere Heroes kommen. Wir haben den Zweihänder versprochen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und werden schon mal hingehen und sagen, bitte, wo ist der Zweihänder? Wir können nur Tier 1. Ja, es ist ein Blade. Ja, genau. Tier 1, Tier 2 ist noch nicht freigeschaltet. Wir könnten jetzt selber theoretischerweise hier so ein bisschen drauf rumfummeln. Aber ich mache hier einfach die Randomize-Funktion. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Sentinel Sword of Transcend
Transcendence. So. Und ich sage, bau mir drei Stück. Das wird uns 702 Gold kosten. Wollen wir mal hoffen, dass er was hinkriegt. Ein normales Schwert, Kacke. Aha. Immerhin ein grünes und nochmal ein weißes. Ja. Würde besser sein. Hätte ich auch lieber. Aber wie wir sehen, haben wir jetzt bei zwei Händlern immerhin schon mal 300 Experience gekriegt. Aber uns fehlen hier auch massivst Ressourcen. Das heißt, wir könnten auch kein drittes Schwert mehr machen, weil uns fehlen bereits zwei Barren. Oh, Baby Steps, alles klar. Überleg jetzt gerade, ist das noch fertig? Nein, können wir hier noch was? Nein. Ist der Fischteich wieder fertig? Nein, der Pilz ist auch noch nicht da. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt Quests craften. Das heißt tatsächlich craften. So. Das ganze System ist ein bisschen komplex. Also anfangs sieht das sehr unübersichtlich aus. Das heißt, man hat hier die, die Auswahl zwischen Slay, also töten oder gathern. Wir nehmen natürlich erstmal gather, weil das ist die einfachere Geschichte. Wir brauchen Metal auf jeden Fall. Wir nehmen aber Farming und Mining. Und ja, setzen das hier so ein bisschen runter. Also diese optimale CR bedeutet, keine Ahnung, was das jetzt ist, der CR. Wofür steht CR? Combat Rank, kann das sein? Kann sein. Das heißt, unsere Helden haben jeweils so einen Combat Rank. Ja, das ist die Range, die da empfohlen wird, zwischen 9 und 13. Wenn wir 9 haben, ist das schon mal gut. Deswegen, ja, wir wollen natürlich viele haben. Das heißt, wir rufen das Ganze dreimal auf, diese Quest. Und wir wollen natürlich auch noch ein paar Früchte haben. Ich setze den Rang hier nochmal runter. Zweimal Früchte, genau. Das kostet uns 274. So. Das heißt, die Quests sind jetzt am Questboard. Genau. Und das läuft jetzt auch. Wenn wir uns hier mal den Innkeeper anschauen, sehen wir, dass unsere Decoration von dem Inhalt eine Katastrophe ist. Oh, da fehlt ein bisschen was. Wir haben auch eine Shop-Quality von einem Stern, also tatsächlich eigentlich totaler Mist. Deswegen werden wir jetzt versuchen, das Ganze ein bisschen zu verschönern mit Interieur. Das heißt, wir werden hier mal einfach einen Tisch hinpflanzen. Hier hinten einen Tisch. So, wir wollen da Stühle dran haben. Wieso geht das nicht? Ist das zu nah an der Wand? Wahrscheinlich, ne? Dann setzen wir dich hier hin. Oh. So. Wir stellen da mal eine Kerze mit drauf auf das Ding. Und wir haben unseren ersten Früchtekuchen haben wir verkauft und 67 Gold damit gemacht. Wahnsinn, ne? So, der Weapon Master verlässt uns jetzt schon. Ja, der winkt auch zum Abschied. Und haut ab. Könnte man hier noch was beauftragen? Nein, der ist jetzt weg. Shannon. Oh, okay, da haben wir unseren ersten Helden. Das ist ein Hau drauf. Der ist jetzt dauerhaft. Oh, der ist sogar Challenge Rating. Okay, nicht Combat Rating, sondern Challenge Rating. Genau, jetzt haben wir die Shannon quasi. Details. This town could really be something one day. Ja. Ist noch bei Moral, ist bei 50. Könnte ein bisschen besser sein. Ja, gebe ich auch zu. Aber, oh, wir haben sogar zwei Hau drauf. Wir haben die Sharin und die Shannon. Okay. Die Sharine ist aber nicht so begeistert. I have had better... Also, die fand die Ice Cream nicht so toll. Damit ist die Moral direkt gesunken. So, ich hoffe mal, Human Resources 1. Oh, wir haben sogar drei Helden. Okay, wer ist neu dazugekommen? Gwen. Gwen hat auch eine Combat Rating von 9. Okay. Hier sind nochmal, Pilze, beziehungsweise Früchte. So. Überleg jetzt gerade noch mal ein bisschen was nachzucraften. Können wir gar nicht. Uns fehlt Kupfer. Ja. So.
Wir haben unser Zweihandschwert verkauft an die Scharin. So, das fand sie jetzt immer noch nicht gut. Ach, also die findet den Blacksmith nicht so schön, weil der empty aussieht. Alles klar. Ja, gebe ich dir recht, gute Frau. Da sieht natürlich alles hier so ein bisschen albern aus. Das heißt, wir setzen jetzt hier nochmal so einen Waffenständer ein. Können wir da noch was? Ein Beehive setzen wir mal hier hin. So, das heißt, über den Beehive, da kaufen Helden Honig. Das heißt, wir kriegen jetzt dauerhaft einfach Geld. Dadurch, dass sie hier Honig kaufen. Ah, guck mal, hier ist das Erz fertig. Das bauen wir direkt ab. Und dann schauen wir mal, was unsere Helden so machen. Leaving. Ah, so, die schauen jetzt gleich mal, dass sie eine Quest hier picken. Das ist gut. So, wie sieht das Ganze aus? Immer von den Decorations her immer noch total Käse. Können wir noch Upgrades? Ein Bett. Ich überlege jetzt gerade hier hinten. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach erweitern und unser Inn um ja die Möglichkeit von Schlafräumen zu erweitern. So. So. Das heißt, hier kommt eine Tür rein. Hier kommt eine Tür rein. Das machen wir jetzt hier mal erstmal zu, weil ich nicht weiß, ob ich hier noch was hinsetze. Hier setze ich mal ein Fenster hin. Ja, der hat ein bisschen Glück, der kriegt quasi zwei Fenster hier rein. Dann wird das hier einmal zugemacht. Wir brauchen Türen. Zack, zack. Damit hätten wir jetzt hier so zwei Räume. Und dann würde ich jetzt einfach hingehen, Upgrades und sagen, wir stellen jetzt hier einfach, können wir da zwei Betten reinstellen? Perfekt. So, das heißt, hier können jeweils zwei Leute pennen. Gott, das kostet uns ein Vermögen. Construction. Machen wir Interieur. Ich überlege jetzt gerade, was ist das? Bookshelf. Überlege jetzt gerade, brauchen wir ja, wir setzen hier mal einfach noch mal ein paar Leuchter rein, damit es hier auch hell ist in dem Raum. So, macht das Ganze ein bisschen angenehmer. So, das machen wir hier hinten auch noch mal. Jetzt haben wir zwei Leuchter hier reingebaut. Damit haben wir schon mal zwei Sterne direkt für unsere Shop Quality. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir haben aber auch massivs Gold verloren, tatsächlich. Deswegen müssen wir jetzt mal gleich gucken, dass wir. Was ist hier los? Your Heroes. Ah, wir haben 30 Gold jetzt dazu gekriegt. General Military Advisor. Bla 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 bla. The havoc is imminent. Okay. Your orders are to arm and train. We are spotted in your area. You are sent to urgent missions to repel this atrocity. Okay. Your performance will be reviewed every season. Alles klar. Was will die Cecile? Make something of the deserve better. Aha. Was möchte sie haben? Meine sind, ja. Soll da ein paar Möbel hinzufügen. Alles klar. Increase your reputation to Baron. Achso, das ist hier mein. Ah, okay. Current Fame. Oh Gott. Okay. Wie kann ich es erhöhen? Hero Population. Das kann das Ganze erhöhen. Workstation Variety. Oh Gott. Das sieht noch alles ein bisschen scheiße aus, ja. Gebe ich dir recht, ja.
Oh, wir haben jetzt 30 Gold nochmal von den Helden gekriegt. So, ich überlege jetzt gerade, wie kriegen wir diese Threads weg? So, die sind auf jeden Fall alle auf Quests. Die Sharon ist in der Stadt. Das heißt, wir wollen jetzt hier nochmal ein paar Schwerter bauen. Kann ich das? Two-Handed Sword. Ne, wir haben kein. Oh Gott, ich habe das ganze Kupfer quasi für Dingens rausgehauen, ne? Für die Kerzenständer. Oh Gott. Das war jetzt nicht so clever. So, die gehen jetzt aber auf Quest. Farin. I can't wait for another quest. Also, ich fand das aber super, die Quests. Okay. Wie sieht's denn mit Quests aus? Craft Quest. Ja, wir wollen natürlich noch mehr. Ja, wir brauchen mehr Bronze tatsächlich. Hier, Farming. Wie kann ich denn? Drei maximal. Alles klar. So, das heißt, ja. Wir schicken jetzt nochmal dreimal eine Quest für Kupfer. Schreibe ich jetzt erstmal aus. So, wo wir sie hin. Also ich fand den Saft nicht so toll. Oh, damit ist ihre Ding ist runtergegangen. Okay. Was macht denn hier mein Koch? Wieso kannst du nicht kochen? Quest completed. Eine Quest hat er erstmal fertig. Okay. Ice Cream Salt. Okay. So, die Frage ist natürlich, wie kriege ich diesen imminent threat runter? Dispatch quests for the corresponding threat to avert the imminent attack. Ja, wo sehe ich das denn? Goblins 0 von 2. Das weiß ich tatsächlich noch nicht so genau, wo das sein soll. Aber wir können die Zeit mal nutzen, um zu gucken, ob wir hier, noch so ein paar Ressourcen finden. Hier so ein bisschen Holz, nehmen wir mit. Ist hier sonst noch irgendwo was fertig, was wir abbauen könnten? Oh Gott. Hier können wir neues Gebiet erschließen. Ist hier was? Ja, hier ist einmal zweimal Bronze. Sehr schön. Hier noch Bronze? Nein, ich brauche mehr Bronze. Wo ist Bronze? Hier ist nochmal Pilze bzw. Früchte. Oder ja, das gilt als Früchte. Man kennt sie nicht, die Pilzfrüchte. So, gibt's. Ah, oh, hier gibt es direkt zweimal Kupfer. Wahnsinn, Wahnsinn. Drei. Sehr schön. Vier, also sechs Kupfer haben wir jetzt einfach mal. Oder Bronze. Haben wir jetzt hier mal rausgeknüppelt. Hier sind nochmal Pilze. Und was kommt da jetzt? A Trader. Oh, wir kriegen einen Händler. Okay. Ah, hier können wir den Baum fällen. Alles klar. So, wie sieht es mit unseren Helden aus? Wir haben einen neuen dazu gekriegt. Tatsächlich. Wer ist denn der neue? Spyros? Spyros ist der neue, ja. So, die sind noch auf Adventure. Deswegen hoffe ich mal, dass sie das überleben. Aber wir wollen ja hier nochmal ein neues Schwert craften. Zwei, das sieht kacke aus. Ja, das sieht doch super aus. So. Das heißt. Ja, dann crafte ich doch direkt mal drei davon. Da wird doch bestimmt was Gutes dabei sein. Ah, broken, sehr gut. Broken, sehr gut. Und dreimal broken. Hervorragend. You may call me Sam the Trader. Okay. Alles klar, Sam. So, beim Sam können wir handeln. Ich überlege ihm die Dinger zu verkaufen. Oh Gott, dafür kriege ich ja niemals Geld. Oh, Wahnsinn. Nee, das behalte ich mal. Ich hoffe mal, dass meine Jungs das dann einfach wegkaufen. Juice sold und wir damit an Geld kommen. So, die Frage ist immer noch, wie kriege ich den
Thread hier weg. 8 Tage Zeit habe ich noch. Oder bis 8. Am 8. Tag, ich weiß es jetzt nicht. So. Was machen jetzt also? Zwei sind auf Adventure, Spyros geht auf Adventure. So, wir haben jetzt mal 40 Gold dazu bekommen. 20% haben wir von dem Ticket, Wahnsinn. Oh Gott, jetzt haben wir nur noch 7 Tage Zeit. Oh, der Spyros hat sich erstmal hingelegt. Kriegen wir dafür auch Geld dann? Sollten wir eigentlich. Dafür, dass er hier im Kerzenschein schläft. So, wir wollen natürlich noch ein bisschen Essen nachcraften. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Das zählt alles, alles klar, sehr schön. Dann Saft verkauft. Returning, da, Shannon. Shannon hat das Ganze hingekriegt. Hat auch eine 80%ige Wahrscheinlichkeit gehabt, dass er es hinbekommt. Spyros hat das kaputte Schwert. Er beschwert sich auch direkt darüber. Ja, kann ich nichts für. Oh, wir haben jetzt auch noch einen dritten davon. Oder einen fünften, viel mehr. Wo ist er? Die Anliara. Da ist auch ein Hau drauf. Kollege, ist hier gerade ein paar Dekorationen, Interieur. Aber was bauen wir denn? Mal einen Spiegel zum anprobieren. Das ist doch super. Store Displays 1 von 4. Okay, vielleicht sollte ich das als erstes bauen. Upgrades. Can't afford item. Warum nicht? Was fehlt mir denn dafür? Holz? Das braucht auch Bronze. Leck mich doch am Arsch. Wieso braucht das alles Bronze? Okay, der Trader ist auch schon wieder weg. Wir brauchen Bronze. Wie sieht's aus mit Quests? Eigentlich ganz gut, ne? Shannon completed the quest. Hat mir 8 Früchte gebracht. So, da, ja, dann wollen wir mal Craft Quest. So, die Frage ist, sind das alles... Muss ich das auf Slay machen? Slay, Metal. So, brauchen wir ein Optimal CR. Das gibt auch 1 bis 3. Rollen wir mal eine aus. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das Quest-Type... Ah, Goblins. Doch. Da, also muss ich 2 davon ausrollen. Alles klar, Slay. Was müsste das jetzt hinkriegen? Visitors are looking for the Apotheke. Okay, eine Apotheke wollen sie haben. Mit 5000 werde ich wahrscheinlich keine Apotheke hinbekommen. Ne? 2 Fische, nochmal 4 Früchte. Oh, die verkauft aber ganz fleißig hier die Schwerter. Jetzt haben wir schon mal 6 Hautrufs. Also ist nicht schlecht. Aber wir bräuchten mehr von diesen Token tatsächlich. Hier ist nochmal Bronze, nehme ich direkt mit. So, 3 Stück. Sehr schön. Ich suche nochmal nach Bronze. Aber wir müssen noch mehr Schwerter craften.
damit wir da ein bisschen an XP dazu gewinnen. Damit wir auch Kohle verdienen und die Apotheke bauen können. Aber so wie es hier aussieht, gibt es hier nichts. Ah, gibt es einen Baum. Ja, einen Baum haben wir gefällt. Oh, aber das war's. Ne? Keine Pilze. Keine Fruchtpilze, sagen wir es mal so, wie es ist. Doch, da sind Fruchtpilze. Zack. Drei Früchte haben wir da rausgezogen. So. Aber sonst haben wir hier nichts, ne? So, was haben wir denn da? Quest in Stocks 3 von 5. So, die Frage ist, wie kriegen wir denn mehr Quests hin? Brauchen wir noch ein zweites Questboard dann theoretischerweise? Ah, Shannon findet nichts für seine Dings. Okay, Craft Quest. Wie kriege ich dann denn eine Achter Quest hin? Das ist doch alles scheiße. Gather. Der kann. Das ist ja scheiße. So, Scavenging. 8 bis 10, so. Milestones, alles klar. Zwei verschiedene Hammer, Needle, Brown Taylor. So, was ist hier? Heroes can find Quests. So, in town. Gibt's hier keine Quests mehr? Doch, Quest in Stock 4 von 5. Also ich habe 4 von 5. Oh, was ist jetzt passiert? Was denn? Pitstop. Ah, der Weapon Master kommt jetzt. Alles klar. Da ist der Weapon Master. Kann ich eine Klasse. Oh, ich kann noch niemals an der Klasse machen. So, wir haben 7 Helden mittlerweile. Die kommen jetzt auch alle zurück. Quest fehlt. Ach, was ist denn da los mit dir? Das Problem ist, wir haben immer noch die Orks vor uns. Oder die Goblins, die gekillt werden müssen. Können wir noch ein Item craften? Ein Zweihandschwert. Oh. Sieht doof aus. Sieht auch total kacke aus. Nehmen wir das. Ja, eins können wir craften. So. Ah, plus 5 Magic. Toll. Perfektes grünes Schwert für einen Hautruf. Aber immerhin, dafür kriegen wir bestimmt mehr Gold. Irgendein Noob wird das bestimmt schon kaufen von meinen. So. Quest in Stock. Oh, da können wir jetzt neue Quests noch rausgeben. So. Das heißt, wir sollten jetzt auch noch ein paar Quests craften. Mal sicherheitshalber Slay. Metal. Goblins. Ja, genau. Wir müssen Goblins killen, ne? Ja. Ah, Object Type Goblins. Ja, wir wollen Goblins töten. Nehmen wir hier. Das sieht doch gut aus. So. Ice Cream sold, Ice Cream sold. So, dann haben wir ein bisschen Ice Cream. Zwei Händler wurde verkauft. Also viel Gold machen wir jetzt nicht. So, wir haben immer noch den einen Zweihänder. Was für eine Quest müssen wir sonst noch machen demnächst? Hier ist nochmal Kupfer. Oder Bronze. So, das heißt, die Helden kommen jetzt hier langsam wieder. Returning. Quest failed. Ah. Warum ist hier denn mit der Moral? Und ach, weil die Quest nicht funktioniert hat. Oh Gott. Das ist direkt das Challenge Rating auf 3 runter, auf 8 runtergesunken. Das ist ja so. OCR 5.
Achso, die ist halt erstmal müde. Ah, okay. Das heißt, die sollten jetzt gleich, wenn completed der Quest 2, Fruitcake. Aha. Das ist jetzt auch nochmal gestiegen. Er kauft hier Nahrung. So, wie sieht's denn aus hier mit Food? Item sold, Quest completed 4. Items in Stock, oh 2. Ich sollte dringend Food craften. Machen wir mal hier 6-mal Saft und 6-mal Früchtekuchen. Man, das ist offensichtlich vollkommen egal, was wir craften. Wir haben hier irgendwie eine Pastete, Brötchen, Fleisch. Also alles, was wir nicht gemacht haben. So, wir haben aber. Oh, wir können neue Items craften. So, wir brauchen neue Zweihandschwerter. Das bauen wir doch. Können wir zwei? Wir können sogar drei machen. Zack. Go! Normal, Kacke, broken, noch beschissener. Immerhin ankommen. Okay. Oh, das läuft ja nicht so toll. Aber doch, wir haben jetzt ein bisschen Gold durch das Schwert dazu bekommen. Das ist also nicht schlecht. Wir haben zwei auf Adventure. Was macht er? Farming macht er. Quest Objective. Hero has no Quest. Also noch nimmt keiner irgendwie die Quest für die Goblins an, ne? Weil die einfach vom Combat Rating alle zu scheiße sind. Sehe ich das richtig? So, ich hoffe, die kriegen das noch hin in der Zeit. Das wäre nicht schlecht. Die sind halt echt vom CR total niedrig. So, warum bist du denn? Ja, der ist immer noch. I'm happy. Okay, die ist glücklich mit dem Schwert, aber die ist natürlich relativ müde. Also, die finden jetzt nämlich schon wieder keine Quests für sie. Das war mir schon wieder klar. Das heißt, ich muss jetzt hier Gather-Quests für Metal machen und Scavenging. Und dann halt, ja, 7 bis 10. So. Ja, drei Quests. Ich muss hier so Quests anbieten, damit die irgendwie eine Quest finden. Ne? So, wir haben noch 6 Tage, um 2 Goblins zu killen. Ja. Es wird interessant, sagen wir es mal so, wie es ist. Was ist das hier? 70 Gold haben wir dazu gekriegt. Okay. Also Früchte sieht eigentlich ganz gut aus. Was ist jetzt los? The Weapon Master is leaving there. Wir hatten den Weapon Master hier. Ja, aber wir können eh keine Klasse trainieren, weil uns ja die Royal Token fehlen. Ja, den Baum pelle ich jetzt noch. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Meine, wir sind ganz gut vorangekommen. Unsere Quests rollen, wobei hier, das wird natürlich relativ eng, also von 9 Tagen sind 4 schon verstrichen. Wir haben nur noch 5. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Helden jetzt demnächst noch besser werden. Also, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Game gefällt. Ich finde es bis jetzt tatsächlich recht witzig. Hat ein bisschen was von Tavern Master, auch wenn es natürlich nicht so komplex ist. Hat ein bisschen was von Blacksmith Legends mit dem Zufallsgenerator, was denn da so an Items rauskommt. Aber,
Ja, ich bin zuversichtlich. In diesem Sinne, ciao!